Hallo meine Lieben, ja, ich begrüße dich ganz herzlich auf meinem YouTube-Kanal. Wir werden heute einen Liebesbrief an dich von deinem Wunschpartner, deinem Gegenüber, Herzensmensch legen. Schau bitte, ob du in Resonanz damit gehst, denn das ist natürlich eine allgemeine Legung. Dann schauen wir jetzt mal, was der Liebesbrief beinhalten soll in deine Richtung. Dazu nehme ich jetzt eine Herzensblumenkarte. Da ist schon, sind zwei sogar gefallen. Okay, was haben wir hier? Wir haben hier die Verbundenheit und wir haben die Achtsamkeit. Okay, also hier muss ich sagen, dass dein Gegenüber zurzeit diese Verbundenheit eben zwischen euch beiden stark spürt. Ja, ich habe das Gefühl, dass er zurzeit wirklich sehr viel sich damit beschäftigt und sehr sich damit auch beschäftigt, in sich hineinzufühlen, hineinzuhören und dadurch eben auch dieser Zugang zu dieser Verbundenheit auch spürbar ist für deinen Gegenüber in Bezug auf euch beide. Lass uns noch einen Karten der, also ein Engel der Liebe Orakel nehmen. Wir haben hier die romantischen Gefühle. Ja, und die sagen ja auch, deine Gefühle sind echt und wert, näher erforscht zu werden. Und das passiert hier gerade durch die Achtsamkeit. Ne, vielleicht hat er gerade sehr viele stille Momente zu Hause abends, vielleicht auf der Couch nach dem Feierabend und hört da wirklich auch in sich hinein. Was ist das zwischen euch beiden? Und dadurch eben kommen so diese Gefühle immer wieder hoch und auch dieses Gefühl, dass ihr beide so ein starkes Band auch miteinander habt. So, dann schauen wir jetzt mal mit dem Tarot und die klären wir dann auch immer mit den Karten der Liebe von Chuck Spezzano ab. So, okay, dann nehmen wir jetzt immer abwechselnd eine Karte. Wir haben hier die 9 der Münzen, also er hält sehr, sehr viel von dir. Du bist gerade wie so ein Sonnenstrahl, der so in die Welt hinausleuchtet. Ja, und das spürt er auch. Du hast gerade eine ganz, ganz tolle Schwingung, die er wahrnimmt. Lass uns die nochmal mit dem Chuck Spezzano abklären. Da haben wir zwei Karten bekommen. Wir haben das Abenteuer und die Intimität. Ja, und also A, bist du gerade eine Person, vielleicht bist du selber gerade auch viel auf Abenteuern, ne? Machst viel mit deinen Freunden oder Freundinnen, gehst vielleicht auf einen Kurztrip oder bildest dich weiter, machst dein Business, je nachdem. Und auf der anderen Seite hier, dein Wunschpartner, dein Gegenüber hat hier diese Visionen, ja, auch gerade wenn er so in der Stille in sich geht, dann stellt er sich auch so schöne Filme zwischen euch beiden vor, wie ihr beide gemeinsam vielleicht sogar ein Picknick macht, ja, Haut an Haut zusammen euch umarmt beispielsweise. Also das ist hier so eine große Sehnsucht, die ich hier liegen habe in Bezug auf dich. Und auch der Wunsch, vielleicht sogar mit dir auch mal zu verreisen oder einfach irgendwelche Sommerfeste zu besuchen, mit dir irgendetwas zu erleben, schöne Momente zu schaffen. Denn du bist hier gerade echt so ein Sonnenstrahl. Du wirkst gerade sehr zufrieden auf deinen Wunsch. Partner, auch zufrieden mit dir, mit deinem Leben oder einfach auch, dass du dich weiterentwickelst, ja, Dinge unternimmst und dich nicht gehen lässt, in Anführungsstrichen, genau. Ja, dann lass uns noch eine weitere Karte nehmen. So, ich ziehe die, da haben wir den Turm, dann klären wir den Turm auch nochmal mit dem Chuck Spezzano ab. Ups, hier haben wir keck sein. Okay, also hier nehme ich wahr, dass dein Wunschpartner rauskommen möchte aus dieser Verbissenheit. Vielleicht war er in der Vergangenheit sehr verstandsorientiert, hat sich von seinen Ängsten leiten lassen, ja, und dadurch diese Leichtigkeit einfach auch verloren. Und hier möchte, oder hier ist zumindest geplant, eine Veränderung vorzunehmen und wirklich mehr in die Leichtigkeit zu kommen, ja, mit dir oder dir in einer Schwingung zu begegnen, mit, ja, mit Humor, mit Leichtigkeit, einfach nicht so viel über diese Ängste nachzudenken, je nachdem, was da bei euch war, denn eben, weil er eben so sehr in sich hineinlauscht, spürt er diese Gefühle und diese Verbundenheit und das möchte er natürlich auch leben und dadurch, dass du gerade auch so toll strahlst, umso mehr. Dann haben wir hier die 3 der Schwerter. Da möchte ich auch noch mal eine Klärungskarte haben. Ups, da ist schon eine Problemkarte. Die Abwehrhaltung. Ja, und genau das ist es eben. Ne? Vielleicht hat er in der Vergangenheit wirklich immer war auf Abwehrhaltung, weil er Angst hatte, ein gebrochenes Herz einzukassieren, wenn er all in geht in eurer Verbindung. Ja.
Und das war hier bisher immer das große Problem. Deswegen auch hier durch diese Achtsamkeit weiß er auch im tiefsten Inneren, was hier zu ändern ist. Ja, dass er wirklich auch mal seine Ängste, sein Ego mal beiseite schieben soll und jetzt mehr auf die Stimme seines Herzens hören möchte, weil diese Verbundenheit einfach auch sehr stark spürbar ist in deine Richtung. Okay, dann machen wir weiter. Upsa. So, gut, da wollte eine raus. Wir haben hier den Page der Stäbe, die klären wir auch ab. Das steht ja hier für einen Neuanfang auch. Lass uns mal diese Karte abklären. Sich ungewollt fühlen. Ja, dein Wunschpartner hat tatsächlich Angst, dass er eine Abfuhr von dir bekommt. Ja, weil du gerade eben auch so ein Leuchtstern bist. Du wirkst gerade wie so ein Leuchtturm in die Außenwelt. Du strahlst so, du sprühst so vor positiver Energie und Optimismus in den Augen deines Gegenübers. Und dadurch natürlich kommt diese Angst hoch, so Selbstzweifel bekomme ich hier auch rein. Das heißt, er wünscht sich schon einen Neuanfang mit dir oder dass ihr eine Chance nochmal bekommt mit einer guten Entwicklung. Und auf der anderen Seite sehe ich hier, wie gesagt, auch viele Selbstzweifel bei deinem Gegenüber. Ne, weil, wie gesagt, irgendwie habe ich das Gefühl, er kann dir gerade vom Gefühl her nicht so wirklich das Wasser reichen, weil du eben gerade so toll strahlst und er, vielleicht fühlt er sich dadurch wie so ein Verlierer neben dir oder zumindest nicht auf der gleichen Stufe. Lass uns noch ein Tarot nehmen. Wir nehmen insgesamt 6 Tarotkarten. So, wir haben hier noch die 8 der Kelche. Die klären wir auch. Ups, da ist schon, die ist mir auf den Boden gefallen, kleinen Moment. Wir haben hier, komm doch her. Das ist so cool. Ja, und anscheinend hast du dich aufgepäppelt, weil ich habe hier einfach liegen, dass du die Situation verlassen hast mit den 8 der Kelchen. Du hast die Nase voll gehabt, bist einfach dann gegangen, ja, weil dieser Mensch ständig auf Abwehrhaltung war. Und dadurch natürlich jetzt hier, guck mal, dann kommt er auch schnell wieder her. Komm doch her, komm doch wieder zurück zu mir. Ja, und dieser Wunsch kommt jetzt natürlich hoch, weil durch diese Stille oder ich sag mal dadurch, dass ihr beide jetzt Abstand miteinander habt, kann man mehr in sich hineinlauschen, auf seine Gefühlsebene reinhören. Und jetzt merkt er natürlich, was eigentlich jetzt erstmal fehlt in seinem Leben oder wie du ihm eben auch fehlst. Ja, da wurde wirklich ein Stein ins Rollen gebracht. Dann nehmen wir noch eine Tarotkarte zum Abschluss. Da ist schon eine gefallen. Wir haben hier die 3 der Kelche und die klären wir auch ab. Da haben wir eine. Der Verlust. Ja, dein Wunschpartner, der hat tatsächlich hier groß Angst. Man sieht hier, ne, er hat gerade Selbstzweifel. Er hat irgendwie auch unbewusst Angst, dass du echt ein paar Stufen aufgestiegen bist. Und er irgendwie auch das Gefühl hat, er muss jetzt halt eben auch mal aufsteigen, damit er dir wieder das Wasser reichen kann. Du hast hier in der Sicht deines Gegenübers schon eine große Transformation gemacht, ja. Und dadurch, dass du eben zurzeit so glücklich wirkst, ja, und vielleicht auch eben viel mit deinen Freundinnen machst oder eben einfach Dinge unternimmst oder dich um deine eigenen Sachen, um die Weiterentwicklung kümmerst, nimmt er das umso mehr noch als Verlust wahr. Weil jetzt merkt er erst mal, was da alles verloren gegangen ist, ne? Nur weil er sich damals oder, ne, wie gesagt, selbst sabotiert hat, indem er eben auf diese Abwehrhaltung gegangen ist, eben daraus resultiert, weil er keine Lust auf Herzschmerz hatte und sich irgendwie selber schützen wollte. Das ist super interessant, also wie, wenn du jetzt hier mit in Resonanz gehst, kannst du davon ausgehen, dass er zu dir hinaufschaut, ja, und aber irgendwie auch wirklich zeitgleich eben Selbstzweifel hat, aber eben auch diese Verbundenheit und diese großen Gefühle auch in deine Richtung jetzt sehr achtsam in sich spürt, also sehr in sich hineinfühlt auch und diese ihm auch bewusst sind. Lass uns nochmal zum Abschluss eine Liebesbotschaft ziehen. Da haben wir schon eine. Allein die Zeit wird es zeigen. Ja, und da eben genau, wird er den Mut haben, ja, sich bei dir zu melden? Wird er den Mut haben, tatsächlich in diesen Turmoment zu gehen?
Ich habe das Gefühl bei dieser Legung, dass dieser Mensch den Kontakt auf jeden Fall wieder aufnehmen wird und versuchen wird, sich so leicht heranzutasten, indem er eben versucht, auf eine lustige Art und Weise diese Leichtigkeit wieder bei euch beiden herzustellen, um dann für sich raus aus diesen Selbstzweifeln zu kommen. Und das wird natürlich die Zeit dann zeigen, wie sich das langfristig bei euch entwickelt. Das ist die Botschaft für heute, meine Lieben. Ja, und wer an dem Thema Manifestieren interessiert ist, ich habe gestern bei meinem anderen YouTube-Kanal Mindset Art ein Video hochgeladen, was dein Bewusstsein mit Manifestieren zu tun hat, Bewusstseinszustand, aber auch habe ich andere Videos jetzt kürzlich hochgeladen, da kannst du gerne mal hineinstöbern. Da verlinke ich jetzt auch ein Video, jetzt hier im Anschluss oben, links oder rechts, musst du dann gucken, wo es aufploppt. Genau. Ja, dann wünsche ich euch noch ein schönes Wochenende und bis bald. Tschüss!